Hi, ich bin Martin und heute geht es um Unicode-Symbole, genauer gesagt Unicode-Symbole in Pseudo-Elementen. So, wir haben hier so ein bisschen Lorem Ipsum-Text und man sieht so ein Pfeil. Der Pfeil ist entstanden aus einem und, rare und einem Semikolon. Das wird dann umgebaut zu einem Pfeil. Das kennt ihr wahrscheinlich und habt ihr vielleicht auch so schon mal benutzt und es gibt da noch ganz viele andere von diesen Dingen. So, aber was ist denn jetzt, wenn man vielleicht diesen Pfeil ein bisschen anders gestalten will? Oder man will ihn ein bisschen nach oben setzen? Oder ich weiß es nicht. Vielleicht will man den auch einfach nicht im HTML haben, weil das ja nicht wirklich Text ist, sondern nur ein visuelles Element. So, jetzt könnte man natürlich hingehen und was man ja dann machen kann, ist einfach ein Pseudo-Element machen. Also, ich habe das hier in Sass geschrieben, aber das ist natürlich gar nicht notwendig. Das ist Quatsch. Macht es nur unnötig kompliziert. Das Einzige, was wir wollen, ist so, H1 mit einem Pseudo-Element dran, dahinter hat einen Content, muss es ja immer haben und in dem Content machen wir jetzt unseren Pfeil rein. Bombs, geht nicht, funktioniert nicht. So, was machen wir, damit das funktioniert? Man muss das Ganze anders schreiben. Und zwar nutzt man dafür die Unicode-Number, aber wirklich nur die Number, also nur die Zahlen, nicht das U+, und schreibt das Ganze hier rein und schreibt davor einen Backslash. Was hatten wir? 2192, glaube ich. Yes. Und schon taucht der Pfeil da auf in dem Pseudo-Element. Und jetzt können wir hiermit noch die verrücktesten Sachen machen. Margin left 20 Pixel oder so. Und keine Ahnung, was man halt damit machen will. Stylen. Ja. Hier gibt es zum Beispiel auf unicode-table.com gibt es alle möglichen Symbole und dann kann man sich hier einfach irgendwas raussuchen, wie vielleicht das hier. Das ist das Sundanese Punctuation Bindu Purnama 1cc2, merken wir uns. 1cc2 und es geht nicht. Aber vielleicht kann das auch einfach die Font nicht und ich habe jetzt einfach irgendwas Seltsames rausgenommen. Ich zeige nochmal, guck mal hier, Most Popular Characters. Was ist denn, wenn man hier seine Liebe gestehen will? 2764, oder habe ich mich gerade vertippt? 2764, Herz geht, okay. Ich dachte schon, jetzt müsste ich den ganzen Screencast wieder von neu anfangen, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, aber alles ist richtig. Lorem Ipsum Dodo sieht damit, was auch immer das bedeuten mag. Ich hatte kein Latein in der Schule, sondern Französisch, aber es spielt ja auch keine Rolle. Das war's schon. Also, Unicode, Code, Hexcode, Hexadezimalcode und dann davor ein Backslash. Und dann könnt ihr auch Unicode-Symbole in Pseudo-Elementen in der Content-Property nutzen. Ja, gar nicht so schlecht. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.